Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich hatte schon gesehen, es gibt wieder einen neuen Skin, beziehungsweise ein alter Skin ist wieder zurück und ich glaube, er hat sogar neue Stile bekommen. Passend zum Moisty Meyer jetzt, auch wenn euch die Videos hier auf jeden Fall auf dem Kanal gefallen, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen und ich würde mich auch freuen, wenn ihr ein Like da lasst und Feedback in die Kommentare schreibt. Ich hoffe, dass ich mir mal Adobe Premiere Pro kaufen kann, weil ich so langsam am Ende von Shotcut mein derzeitigen kostenlosen Schnittprogramm bin und ich möchte eigentlich ein bisschen mehr noch schneiden, damit ihr eine bessere Qualität bekommt. Ich gucke mal, ob ich so kommen kann. Werdet ihr auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig krasses Highlight-Video von gestern bekommen. Jetzt gucken wir mal in den Item-Shop rein und gucken, was dort heute alles drin ist. Wir haben den Sumpfmann, genau wie ich es vermutet habe, schon mit den neuen Stilen. Und zwar einmal sozusagen im Taucher. Ja, so ein Taucherstil und in verschiedenen Farben. So finde ich den ja wirklich komplett hässlich. Also, es gibt gefühlt keinen hässlicheren Skin. Hier so mit in so einem klassischen Taucherfarben eigentlich sieht er gar nicht so schlecht aus. Hier auch mit dem Orangen gefällt mir das, aber mit dem Rot und Blau sieht das wirklich super, super nice aus. So kann man sich den auf jeden Fall kaufen. Gefällt mir. Mit 4 verschiedenen Farben ist es auf jeden Fall komplett in Ordnung. Kann man sich definitiv kaufen. Es gibt sogar einen weiteren neuen Stil und zwar die Sumpfjägerin. Ich finde die Brille sieht komplett strange aus. Naja, auf jeden Fall, was ist eigentlich mit den Haaren die ganze Zeit los? Die sind ja komplett nach hinten hochgegelt. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht so sein. Ja, sieht ganz nett aus, das Skin. Ein bisschen Camouflage-Look. Ist definitiv in Ordnung. Dann habe ich hier Funky Kommando, ganz netter Skin, hat auch kann man auch ohne diese Frisur hier nehmen. Und da hinten eine goldene Disco-Kugel, die ich richtig cool finde. Der Skin an sich ist ganz in Ordnung, wobei ich eher die Disco-Diva bevorzugen würde. Wobei es hier eigentlich schade ist, dass es keine goldene Disco-Kugel ist. Ich fand, die sah noch mal ein bisschen besser aus. Dazu gibt es auch noch die Disco-Trubel-Spitzhacke. Mit kleinen Sounds, allerdings ist sie verdammt riesig, einfach die Spitzhacke. Deshalb nicht ganz so empfehlenswert. Dann haben wir den Bombasto-Skin. Ist ein ganz nicer Skin. Eben halt eine komplette Bombe. Als Kopf einfach eine Bombe. Hinten noch eine Bombe drauf. Ist ganz nice auf jeden Fall der Skin. Aber Knieklatscher. Nice der Mode, gefällt mir. Dann habe ich hier Emotical, ist auch eine ganz nice Lackierung eigentlich, also für eine nicht animierte geht es ja auf jeden Fall vollkommen klar. Dann haben wir tatsächlich mal wieder Disco-Fieber drin, war auch schon lange nicht mehr im Shop drin. Ist ein ziemlicher OG-Emotical, ist einer der ersten epischen Emotes. Richtig nice, gefällt mir auf jeden Fall. Und dann habe ich hier noch die Abtrünnige als Outfit. Ist auch eigentlich ganz nice, schön rot gehalten, gefällt mir eigentlich. Und als letztes haben wir die Holoscan-Lackierung. Die gefällt mir nicht ganz so, auch wenn es nur eine grüne Lackierung ist. Allerdings finde ich den Effekt ziemlich strange. Dann gibt es natürlich immer noch hier die Community-Entscheidung. Und ich kann jetzt nicht nochmal abstimmen. Warum auch immer. Eigentlich müsste ich jetzt wieder abstimmen können. Warum ich jetzt nicht kann, keine Ahnung. Ja, das war es heute mit dem Video. Ich wollte nochmal kurz gucken, was mein Abschluss hier im Tournament war. Also hier, Bestenliste. Achso, das ist lost. Genau hier. Hier, so. Obere 40%, ist in Ordnung. Gebe ich mich mit zufrieden. Gibt es sonst noch Deutsche? Hier ist ein Deutscher. Hier auch. Oh, Ames Hans, Platz 51, da bekommen wir kein Preisgeld mehr. Schade. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.